Komm, was los? Ha? Was los? Was ist dein Problem? Hallo, wer hat den angemacht? Ich sage jetzt, du gehst raus. Ah, und der Nigger macht dich an? Du Hurensohn. Nein, stopp, 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 alles gut. Hey! Was? Bleib hier, bleib hier. Komm! Hat jemand die Polizei gerufen? Oh, lass mal los, Alter, du Frau! Chill mal, ich setz dich rein und gut. Ja, bitte, setz dich. Ja. Ist eh schon kaputt, setz dich. Nigger, Alter. Ha, danke. Ja, ja, steht auch auf Nigger-Schwänze. Pack mich an. Setz dich jetzt dahin, du warst ja auch die Polizei frei. Du packst mich nicht mehr an. Ich kann nicht an. Meine Güte. Wer ist jetzt hin? Mann, ich hätte es besser gemacht. Ich brauche meinen Bewährungshelfer. Und die machen mir das hier? Die machen mir das hier? Ich glaube, von meinem Bewährungshelfer, der sagt, oh, oh, du bist der Beste, den ich gesehen habe. Und die machen mir das hier? Wollen Sie das? Ausweis? Sofort. Hä? Sofort. Wann? Jetzt. Nochmal. Bitte. Den Tritt. Ausweis. Wenn Sie jetzt hin. Warum? Ey, guck mal, schau mal. Ich wollte dir nicht mal anzeigen. Ne? Guck mal, das ist ein Essen. Ich wollte nur ein Big Mac essen. Am Anfang des Videos kann man gut erkennen, dass besagte aggressive Person, ich nenne ihn jetzt mal Günther Pascal, ein Messer hinter seinem Rücken trägt. Bald auch in ihrem Restaurant. Was würden die Politiker jetzt sagen? Wahrscheinlich wollte der Besagte bei Mc's nur Salat schneiden, hm? Sowas ist kein Einzelfall mehr, das ist die Realität. Und noch realer ist es, dass Deutschland nichts gegen diese Art von Straftäter unternimmt. Bewährung? Hier wäre Haft angebracht. Teilt das Video zur Aufklärung. Haut rein.